word tackling. Wer Kelmi? So, was wissen? Was ist mit dem Kelmi? Ob der Hagi und der Kelmi ein Doppelzimmer haben im Trainingslager? Oder Hagi hat ja am Kelmi den Ball angeschossen nach der gelben Karte. Was ist da der Hintergrund? Ja, das sind die Emotionen, die sie brauchen. Eigener Mitspieler. So, die Herren. Stefan, was du erklären? Jetzt haben wir Schlägerei im Training. Gegen Varela. Stimmt. Und mit dem Varela hat es wirklich niemand Krach gehabt. Bitte noch nicht anschauen, Kerti. Wir machen ein Word-Tackling, sozusagen nichts anderes als ein Fußball-Tabu. Ihr müsst euren Partner, der Christian spielt am besten mit dem Stefan, der Manuel mit dem Fabian, erklärt euch gegenseitig immer je einen Begriff. Unger jetzt noch Tabu-Wörter, die ihr nicht dürft nutzen, um zu erklären, sonst ist es zu einfach. Dann habt ihr 1 Minute 30 Zeit und ich würde erzählen und dann schauen wir. Darf man weiter sagen? Man darf eine spassen. Wenn es sagen, zu schwierig ist, eine spassen. Gut. Nachher muss man es durchziehen. Sollen wir anfangen? Fährt ihr an, dann komme ich nachher. Wir müssen abwechseln. Noch einmal. Wir müssen abwechseln, ja. Wenn ich als Ajeti, wenn der Bus auf die Kiste schießt, cool. Der Goalie hat ihn, mache ich. Parade. Wenn der Abbrauer kommt, ein Goal. Der, daheim machen wir so beim Putzen. Ne, was tut man? Abbrauer. Der Berner. Was tut deine Frau daheim? Wischen, putzen. Ja, die haben super Wohnung. Haben sie auch weiter. Weiter. Abstauber. Abstauber, genau. Wenn ein Chef vom Club überreagiert und der Übungsleiter nach 3 Runden zum Teufel schickt, macht er wieder wie wer? In welchem Modus geht er? CC-Modus, Totomat, entscheidend. CC-Modus gilt, oder? Ja, ja. Konstante. Blöder Klär von mir. Ist ein Verein, ist rot-weiß, er ist Bundesliga. Augsburg? Nein, ist ganz Bayern oben. München. Genau. FC Bayern München. Ja, Klinger klären, wenn der Schiedsrichter nicht pfeift und der Vorderste ist, dann ist es. Offset. Ich nehme es, damit ich. Noch 10 Sekunden. He? Du nimmst es? Hier rein, Tunis. Scheibe schon. Genau. Wenn ich nicht spiele, hocke ich auf der. Ersatzbank. Ja! Da können wir noch gerade geben. Oh, haben wir aufgeregt. Sagen wir 4,5 Punkte. Warum? Weil noch Pantomime bei Schimbe schon. Ach, das darf man nicht, okay. Bei dem von 4. Das darf man nicht dürfen so. Nein, 4 ist gut. Bei Unentschieden haben wir gewonnen. Du staubst nie ab, hä? Das ist wirklich. Abbrauer seid ihr nicht. Aber ich weiß, aber ein Abbrauer ist auch ein Abstaub. Ja, du hättest sagen, wie putzt man, oder? Ich glaube so. Gut, machen wir den Countdown für das zweite Team. 3, 2, 1 und los. Ist der beste Clubwettbewerb in Europa? Champions League. Oh, wie schwierig. Er ist Trainer in Bern. Hat 3 Abwehr eingeführt. Ah, oh, Vladimir Petkovic. Ah, nein, hat noch geholfen eigentlich. So heißt doch Trophäe für den besten Spieler der Welt. Ballon d'Or. Wenn man muss verlieren, Rang spielen, dann ist es ein Geisterspiel. Hey, aber ist es einfach? Oder ist der Manni Kalt hat das kultiviert damals. Bananenflanken. Lexi ist da. Als Sportchef in Luzern grandios gescheitert. Rolf Ringer? Nein. Ah. auch ja. nein, ist ein Stürmer gewesen. Kommen wir erst gekommen? Ich bin nicht auf der Leitung. Ich fange noch. Weiter, weiter. Basler. Alex Frey. Da kann ich nicht gehen. FC Basel. Jeffrey Hurst hat das berühmteste Goal von der Welt. Von geschehen. Wie heisst es? Goal. 1966. Sag es Wembley-Goal. Wembley-Goal. Nein, aber schon 13. Kommen wir wieder über, oder? 13 Punkte, oder? Nicht. Wenn man von nach. Noch 10 Sekunden, es ist laut, genau. Hey Gott, der hat einen Kantersieg. Hey, geflucht, es gibt 5 Abzüge. Eine Legende bei euch kommt aus Südamerika, ist aber Inter Mailand der beste Club der Welt für Ivan Zamorano. Gut, mitmachen ist alles. Schiedsrichter, findest du jetzt wirklich, also das Gleiche ist verteilt? Hast du gehört, Club der Welt? Ja, es war richtig fair. Du hast den Staubsauger nicht am angebracht. Wie viel ist 11 zu 4,5? Ja, das ist jetzt nicht so wichtig.
The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen, every Monday at 7 p.m. on sportlehd.com.